Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Anstalt TV. Das würdet ihr jetzt eigentlich hören. Ich sage eigentlich, weil es diverse Probleme bei der Aufnahme der heutigen Folge gab. Das war ein Zusammenspiel aus den Problemen mit dem Internet, die ich seit einer knappen Werktagwoche habe. Dann kam noch dazu, dass ich alleine aufgenommen habe. Und dass die Tagesziele dafür nicht unbedingt passend waren. So, und eine Kombination aus den beiden Sachen hat bei der heutigen Folge dazu geführt, dass ich sie nach knapp 12 Minuten, also nach dem Schnitt sind es nur noch 12 Minuten, die ganzen Ladebildschirme sind schon rausgeschnitten, abbrechen musste, weil es für mich einfach keinen Sinn gemacht hat, mehr weiterzumachen. Und ich persönlich möchte euch trotzdem die Folge nicht vorenthalten. Vielleicht gibt es da draußen Leute, die sie trotzdem sehen wollen, wie ich ein wenig durch Los Santos fahre und ein bisschen vor mich herrede und versuche, die Tagesziele abzuschließen. Eins der drei Tagesziele habe ich sogar erfolgreich abgeschlossen. Bei den anderen beiden ist es dann schon schlimmer geworden. Ich möchte jetzt aber gar nicht zu viel reden. Für die, die sich die Folge nicht angucken möchten, kann ich absolut verstehen. Ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein und ich hoffe, morgen klappt es auch wieder besser mit der Folge. Und falls ihr das noch an den Weihnachtsfeiertagen seht, habt noch eine schöne Weihnachtszeit. Wir sehen uns demnächst wieder bei Anstalt TV. Und jetzt fängt dann auch gleich ganz normal mit Intro und allem die normale Folge an. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß, wenn ihr die Folge jetzt noch guckt. Tschüss! Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Anstalt TV mit den Tageszielen in GTA Online. Heute, an diesem wunderschönen Freitag für euch, dem ersten Weihnachtsfeiertag, nehme ich wieder alleine auf. Es war ja die letzten 2 Tage auch so und ich habe gestern auch eventuell ein wenig vergessen, euch frohe Weihnachten zu wünschen, weil gestern ist ja für euch der Heilige Abend. Habe ich nur leider irgendwie nicht dran gedacht, aus Gründen von, bei mir ist es eben noch nicht so. Aber das habe ich ja jetzt so halb nachgeholt. Ich hoffe, ihr hattet gestern einen schönen Abend. Und das sind meine Tagesziele. Ein Rallye rennen, 5 Spiele erledigen und ein Fahrzeug modifizieren. Und wie ist der Tagesziel Teufel der Tagesziel Zufall so möchte, stehen wir natürlich direkt an einer Werkstatt und können unser Fahrzeug modifizieren. So habe ich das. Oh, es ist sogar gar nicht beschädigt. Nummernschild, ihr kennt das Prozedere. Blau auf weiß kaufen und die Transaktion wird bearbeitet. Das bedeutet, mein Internet ist heute wieder super. Und gelb auf schwarz. Transaktion wird wieder bearbeitet. Perfekt. So. Und ja, ich möchte Los Santos Customs verlassen. So, jetzt widmen wir uns mal den 5 Spielern, würde ich sagen. Gut, hier sind noch welche auf dem Server. Wo ist denn jemand? Hier ist jemand. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal dahin und versuchen, den dort zu erwischen. Auf dem Weg dorthin kann ich euch ja wieder auf den neuesten Stand bringen in Sachen Internet. Der neueste Stand ist ganz einfach heute. Es hat sich nichts verändert zu gestern. Gestern gab es ja das Telefonat mit dem Telekommunikationsmitarbeiter, Telekommunikationsunternehmensmitarbeiter, so rum ist es ja. Und wie gesagt, wie auch gestern schon erwähnt, bekomme ich morgen den neuen Router. Und dann sollte theoretisch alles besser werden. So, wo, jetzt ist da der ist verschwunden. Jetzt bedeutet, ich muss nach da hinten. So, ich glaube, ich gucke erstmal auf die Karte. Oh, jetzt bin ich wogegen gefahren. Wo die sind ungefähr. Hier oben ist er. Dann fahre ich jetzt einfach mal zu ihm. Oh Mann, wieso ist denn da eine Säule jetzt? Es langt doch, dass ich gegen die eine Säule gefahren bin. Mensch. So, aber
heute, die Tagesziele sind ja auch wieder relativ einfach alleine. Also Fahrzeug modifiziert sind natürlich, das kann man eh nur alleine machen. Aber auch zum Beispiel die 5 Spiele erledigen. Man muss einfach nur hinfahren und mit ein bisschen Glück ja gut, und mit ein bisschen Glück und Internet habe ich ihn getötet. Hat es gezählt? Hallo? Ich möchte bitte M. Ich bin momentan allein in einer Sitzung. Ja, das weiß ich. Aber warum kann ich nicht M drücken? Geht es nicht mehr, seitdem ich wenn man einen Stern hat? P funktioniert noch. Mysteriös. So, ich werde jetzt... Ne, ich muss eigentlich die Sterne gar nicht loswerden. Ich muss einfach nur direkt online neue Sitzung finden. Ja, ich möchte bitte auf die neue Sitzung zugreifen. Weil, wenn ich jetzt allein auf dem Server bin, kann ich ja logischerweise auch keine Spieler erledigen. Und ja, einfach die... Das ist auch ein guter Weg, um zum Beispiel die Polizei loszuwerden. Weil auf dem neuen Server habe ich dann keine Polizei mehr. Und da geht es auch schon weiter. Ich habe den Ladebildschirm jetzt einfach mal rausgeschnitten. So, hat es gezählt? Nein, hat es nicht. Perfekt. Das ist doch schön. Habe ich den armen Bub jetzt umsonst umgebracht. So, wo ist denn der Nächste? Da unten. Fahren wir jetzt einfach mal dahin. So, die bringen sich zumindest schon mal gegenseitig um. Oh, 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 oh. So. Und jetzt geht's ab nach da unten zum Kopfgeld. Es sind sogar noch 2 Fliegen sozusagen mit einer Klappe. Ein Kopfgeld für mich und noch ein Fünftel des Tagesziels. Und dann, wird es auch noch interessant, das Rallye-Rennen. Das ist nämlich relativ schwer, weil man kann bei dem Schnell-Join-Menü übers Handy kann man nur Rennen allgemein auswählen und nicht Rallye-Rennen. Das bedeutet, entweder ich muss Glück haben oder ich muss selbst hosten und muss dann das Glück haben, dass niemand rausgeht aus der Lobby, ist er in dem... Der ist in Los Santos Customs drin. So, und warum kann ich da nicht rein? Ah, jetzt kann ich rein. Hier dauert gerade irgendwie alles ein bisschen länger. Ach Manu, wieso kommt er denn da jetzt nicht raus? Ist natürlich auch eine gute Taktik, um das Kopfgeld abzuwarten, aber es ist jetzt schlecht für mich, weil das bedeutet, wo sind denn die ganzen anderen Spieler? Da sind 2. Hier sind doch wohl mehr als 2 Spieler drauf, oder? Ja, und wo sind die alle? Erstmal gucken. So, Spieler. Da sind... Ach, da sind 3 Leute drin, oder was? Oder 4? Das ist natürlich blöd jetzt. Ja, was soll ich jetzt tun? Hm. Soll ich zu denen dahinter fahren? Nein. Wäre ja irgendwie blöd. Soll ich ein Rallye-Rennen versuchen zu hosten? Annie ist gestorben. Ach Mann, wieso ist denn das so... Ist natürlich wieder richtig toll, dass ich alleine aufnehme. Ich versuche jetzt einfach wieder eine neue Lobby zu finden. Ja, ich bin sicher.
Vielleicht ist es da auf der anderen Lobby ja einfacher. In der anderen Lobby, nicht auf der Lobby. In der anderen Lobby einfacher für mich, Leute zu töten. Und dann nicht direkt wieder aus der Lobby zu fliegen, wie eben schon, als ich den einen getötet habe. Geil. Und das bedeutet, ich komme in den Singleplayer. Ach Mann, Sitzung wird beendet, wunderschön. Jetzt muss ich erstmal wieder eine neue Lobby finden. So, ja, komm. Ja, Michael. Ja, ganz toll machst du das. So, online. GTA Online spielen. Los. Ja, ich möchte GTA 5 bitte beenden. Und der nächste Ladebildschirm. Juhu. Ihr könnt echt froh sein, dass ich die für euch mittlerweile komplett rausschneide. Weil sonst wäre das wahrscheinlich echt eine sehr langweilige Folge. Obwohl ich glaube, dass die Folge bisher generell nicht so den sinnvollsten Ansatz hat. Weil das Einzige, was wir bisher an Tageszielen gelöst haben, ist das Fahrzeug modifizieren. Juhu. Und wieder eine Zeitüberschreitung. Das bedeutet, das wird wohl heute nichts mehr. Das wird jetzt an Tag 5, ist es 4, ist heute 74 oder 75? Am Dienstag war die 71. Das bedeutet, da heute Freitag ist, heute ist die 74. Ich werde es jetzt noch ein letztes Mal probieren. Und wenn es nicht klappt, wird an Tag 74 die erste Folge sein, die abgebrochen wird oder beendet wird, ohne dass die Tagesziele erfüllt werden. Also es wäre generell die erste Folge, die abgebrochen wird, weil Tagesziele sind ja schon mal unterbewusst nicht erfüllt worden, obwohl wir eigentlich gedacht haben, wir erfüllen sie. Aber es wäre wirklich die allererste Folge, die abgebrochen werden muss, weil es Probleme gibt im Spiel und im Internet und den Aufgaben. Ist schon tragisch, dass das passiert, aber auch gleichzeitig irgendwie gut, dass es erst an Tag 74 passiert. Und ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, wie ich diese Folge rausbringen werde, weil die Folge besteht ja irgendwie nur aus Ladebildschirmen bisher, kommt eigentlich. Obwohl laut Timer nehme ich jetzt schon seit der Anmod 13 Minuten auf, aber da sind ja etliche Ladebildschirme rausgeschnitten worden. Und wieder eine Zeitüberschreitung. Das bedeutet, das war's für heute. Ich weiß nicht, ob ich es noch außerhalb von der Aufnahme probiere, die Tagesziele zu erfüllen. Einfach damit der Fortschritt für die Wochenziele nicht verloren geht. Aber ich habe ehrlich gesagt auch nicht unbedingt viel Lust, mich jetzt damit rumzuschlagen, dass hier GTA Online nicht richtig funktioniert, weil ein gewisses Telekommunikationsunternehmen das einfach nicht auf die Reihe bekommt, ihre Router richtig zu bauen und das alles funktioniert. Also, sorry Leute, aber ist dann für mich auch irgendwann Ende. Also, in diesem Sinne, ich weiß nicht, ob mir überhaupt noch jemand zuhört, weil die Folge war ja bisher wirklich nicht unbedingt interessant. Aber für die, die noch zuhören, vielen Dank, dass ihr die Folge bis hierhin ausgehalten habt. Und vielen Dank, dass ihr auch sonst immer zuguckt. Wenn ihr sonst immer zuguckt. Ich sag jetzt einfach mal Danke dafür, obwohl ich nicht weiß, ob es so ist. Aber ich will die Abmod jetzt auch nicht rauszögern. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis hoffentlich morgen Abend, wenn es wieder funktioniert. Und dann heißt GTA Online Tagesziele bei Anstalt TV Tag 75, hoffentlich ohne Abbruch. Vielen Dank und noch einen schönen Abend. Tschüss.